Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum Stream heute von Ratchet & Clank. Das erste Live-LP, das ich tatsächlich mal mache. Ich hatte das die ganze Zeit schon vorgehabt, aber bis jetzt noch nicht durchgezogen. Mal gucken, wie das sich so streamen lässt und wie das läuft. Mit neuer Webcam tatsächlich. Hallo! Und ja, fangen wir einfach mal an. Und schauen, was uns hier erwartet. Wir sind hier auf dem Trainingsparcours von Captain Quark. In der letzten Folge war die Kommunikation etwas schwierig. Mit Ratchet und Captain Quark. Wenn ihr jetzt nochmal nachgucken wollt, dann findet ihr das auf YouTube. So. Ich kaufe erstmal ein bisschen Ammunition, die werden wir hier vermutlich brauchen. Ja, das ist voll. Eine gute Wahl. So, den Verspötter, den wollte ich tatsächlich nicht kaufen. Den braucht man, glaube ich, nur für diese komischen Typen mit den Glashelmen. Der Minenhandschuh wäre natürlich nice, ne? Ich warte erstmal noch, guck, was mich hier, oder was Ratchet hier so erwartet. Ich hoffe, der Sound passt einigermaßen. Ich muss das vorher noch ein bisschen einstellen, weil normalerweise hatte ich das immer auf voller Lautstärke gespielt, das Spiel zumindest. Ich habe das dann später in den Videos und dann angepasst. Okay, das Teil zum Zurück. Jetzt hätte ich tatsächlich gerne einen Raketenwerfer oder sowas in der Art. Ups. Aber das geht anscheinend auch. Reichweitentechnisch super. Oh, warte. Piu! Oh! Leider die Kiste nicht erwischt, der Sack. Ah, warte mal, lass mal kurz gucken. Das ist ja relativ eindeutig hier. Aber ich glaube, hier gibt es noch den ein oder anderen Gold Bolt, den es zu finden gilt. Ach nein, ich wollte nicht. Die Steuerung von Ratchet & Clank 1 ist ein bisschen anders wie das von den anderen. Oh. Lustig, dass das Teil wiederkommt. Bin mir gerade nicht sicher, ob man das tatsächlich kaputt hauen kann. Anscheinend nicht. Alles kaputt. Und da geht's nicht weiter hoch. Ja. Immer schön die Bolts mit einsammeln. Wie gesagt, die Rieder 1 ist das aber allerdings noch, weil wie gesagt, Ratchet & Clank 1, logischerweise, kostet 150.000 oder sowas. Oder waren es 120? Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall billig ist das Teil nicht. Da ich Rieder, also den Raketenwerfer, den fetten, tatsächlich gerne beim Endkampf haben wollen würde, was ich nicht glaube, dass ich schaffe, aber man kann es ja mal probieren. Ähm,
hätte ich jetzt erstmal noch die Bolts gespart. Autsch. Um mir dann diesen Raketenwerfer verkaufen zu können. Na, geh doch. Alter. Da wollte Ratchet jetzt partout nicht auf diese blöde Plattform latschen. Oh, hier ist der Ausgang. Ah, okay, das sind die Brücken, was ich die ganze Zeit schon... Ah! Ja. Wo ich die ganze Zeit schon drauf gewartet habe. Ach, ernsthaft, von ganz vorne? Jetzt muss ich aber keine Kisten mehr kaputt hauen. Wenn ich ein bisschen... Okay. Hier sind sie nämlich noch ganz. Und weiter vorne sind sie nämlich kaputt. Ah! Okay, das war blöd gesprungen. Oh fuck. Keine Muni mehr? Shit. Okay. Das ist jetzt schlecht eigentlich. Scheiße. Ja, genau. Okay. Vielleicht sollte ich vorher nochmal Muni kaufen. Das ist irgendwie ein bisschen unangenehm dann. Hallo, Fellknäuel. Ah, ich hätte die Bomben nehmen können, den Bombenhandschuh. Scheiße. Ja, da ist nämlich die Munition noch voll. Oder den Todeshandschuh. Ach. Bin aber heute auch wieder unfähig. Nein? Ach komm, wie nah. Wie weit muss man denn da wegstehen? So, diesmal will ich mich von dem nicht treffen lassen. Ja, okay, habe ich auch wieder verkackt. Hier war doch der Dingens ganz gut. So, schön. Gut. Machen wir ein bisschen auf Safety hier. Dass Ratchet nicht gleich wieder eins auf die Fresse kriegt. Wieder. Schön. Eins. Und Türchen auf. Schon ein bisschen wie beim Adventskalender. So, diesmal nicht. Genau. Wunderbar.
schon mal gut geklappt. Ah! Warum hat er denn jetzt nicht... Ah! Okay, das Teil schießt offenbar nicht bis hier rüber. Das ist schon mal gut. Na gut, okay, dann werden ja die Kisten schon kaputt, ne? Das ist ein krasser Überlebensparcours, ohne Scheiß. Ach, sehr gut. Dann geht's weiter. Vermutlich ist jetzt vorne die Tür aufgegangen. Und ach, guck doch mal an, was wir hier haben. Sehr geil. Und Munition, das ist super. Die arme Sau, die ganzen Kisten hier reingestellt haben muss. Und dann kommt Ratchet und haut einfach nur alles zu Brei. Auch nicht schlecht. Okay, so, was haben wir denn hier? Das ist ein größerer Parcours. Rechts geht's weiter und links, wenn wir uns da mal ein bisschen umgucken, finden wir bestimmt das eine oder andere schöne Teilchen noch. Oder einfach nur Bolts, das könnte natürlich auch sein. Ah, nein, okay, wir müssen hier... Schalter aktivieren. Da ist der zweite. Ja, kacke. Jetzt zu spät reagiert. Verdammt. Okay, und das ist der dritte. Na gut, dann wollen wir das mal angehen. Kann ja eigentlich nur schief gehen. So, Nummer 1. Und 2. Und Nummer 3. Cool. Das ist nur die Frage, wo die Tür aufgegangen ist. Ach, das war hier. Ah, okay, gut.
Super, volles Leben haben wir auch wieder. Schön. Und hier noch? Nix. Ich befürchte, dass hier noch richtig die Party abgehen wird und wir irgendeinen Monster-Mob schnetzeln müssen. So, wo ist mein dritter Schalter? Da drüben. Dahin? Das ist auch noch eine Tür. Ah, okay, da geht's offensichtlich nirgendwo hin. Ah, steht sogar sein Name drauf auf dem Sockel. Die halt immer in irgendwelchen Ecken noch diese Kisten rumstehen. Ja, genau. Wo ist es? Ja, das ist die Saugkanone. Das ist der Hydrobeamer. Jawohl. Auf geht's. Genau, das ist nämlich das. Warum man dann nicht einfach so reinhüpfen darf. In diesem Fischi-Fisch. Der ist nämlich gar nicht mal so freundlich. Hey, Mädels. Eigentlich wollte ich den Schlüssel schmeißen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und ich hatte da drüben nämlich noch Kisten gesehen, die will ich gar noch mitnehmen. Schön. Gut. Ich hoffe, Ratchet bekommt bald diesen Taucherhelm. Der wäre echt mega. Oh, warte mal, ich glaube. Ja, okay. Das Wasser brauchen wir. Das heißt, nochmal abpumpen. Deswegen ist auch hier die Treppe da. Also Treppe in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich eher netter Parcours. Und das Scheißhaufen. Glaube ich, keine Scheißhaufen. Beine kann man nicht kaputt klopfen, schade. Und nochmal leer nuckeln. Genau. Das ist richtig. Ne, es sind drei Stück, ja. Okay.
Da muss sich irgendein Programmierer gedacht haben, boah, naja, sieht ein bisschen langweilig aus, machen wir noch ein bisschen, machen wir noch ein bisschen Muscheln rein und so, ne? Kaputo! Lustig, dass die Teile tatsächlich Augenbrauen haben. Oder sowas ähnliches zumindest. Oh Scheiße, wir müssen tauchen. Warte mal, ich muss da glaube ich nochmal runter gucken. Ja, okay, das wollte ich jetzt so nicht. Ich wollte eigentlich noch die Schraube da hinten mitnehmen. Ach ja, okay. Nee, dann ist gar nicht mal so schlimm. Da geht's gleich wieder hoch. Das heißt, der Tunnel ist gar nicht so lang. Oder was heißt Tunnel? Ja, Käse eigentlich. Ein Hindernis. Die noch mitgenommen. Dann hole ich die anderen Kisten auf der anderen Seite noch. Das ist die falsche Seite. Sieht da drüben aus? Nix. Ja, hier muss man sich auch ein bisschen mal umgucken noch. Könnte ja sein, dass hier noch irgendwo ein Gold Bolt versteckt ist. Bevor mich da jetzt irgendwelche Fische fressen. Ich sehe tatsächlich keine. Okay. Ich glaube aber trotzdem, dass wir das Wasser brauchen. Sonst hätten wir es nicht abpumpen müssen. Ja, genau. Genau das habe ich mir schon fast gedacht. Sie haben Augenbrauen. Ich bin immer ganz gerne weit von den Viechern weg, weil man weiß nie, es gibt nämlich unglaublich hässliche Teile hier drin, die eine ganz schön hohe Range haben und einen damit ziemlich in die Bredouille bringen können. Halt, das brauche ich. Ah, okay. Also wieder zurück. Das Wasser wieder abpumpen. Weil solange das Wasser drin ist, komme ich da nicht hoch. Ratchet kommt da nicht hoch. So funktioniert es allerdings. Ich traue solchen Teilen immer nicht. Solche Kistenansammlungen. Weil es könnte ja sein, dass da so eine Bombenkiste dahinter ist.
Da ist auch schon Captain Quark. So, so. Ihr zwei überrascht mich immer wieder. Betretet den Ring der Helden und ich gebe euch endlich, was ihr verdient. Ratchet, deine Vorsicht ist unangebracht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist irgendetwas faul. Hör auf deinen kleinen Blechfreund, Ratchet. Dein Schicksal ist nur wenige Schritte entfernt. Es ist nur... Es gefällt mir einfach nicht. Das ist es. Quark hilft uns, den Vorsitzenden Drake zu stoppen. Vielen Dank auch, Clank. Du warst eine große Hilfe. Geh runter von mir, du Vollidiot! Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt! Was soll das heißen? Was meinst du, was es heißen soll, du Genie? Er wird uns nicht helfen, er wird uns töten! Du bist gar nicht dumm! Aber es gibt noch ein Problem bei deiner Theorie. Ich hab nicht vor, dich zu töten. Echt nicht? Nein, er macht's. Aber warum? Warum wohl? Das ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen. Ich bin der offizielle Sprecher von Drakes neuem Planeten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr zwei mein Comeback gefährdet. Es ist noch nicht vorbei, Quark. Nein. Aber... Ah, ich liebe den. Der ist kacke. Ah! So, das ist alles Munition, okay. Okay, das war nix. Ah, das ist auch nix. Die geht kaputt. Wow, der ist ja crazy. Autsch. Immer war noch irgendwo die Brücke, ne? So nicht. Okay, das ist auch zu weit weg. Okay. Nein. Das Problem ist nur, irgendwann habe ich keine Muni mehr. Okay, jetzt ist er... Wie ist drauf? Nicht in die Lava, nicht in die Lava! Ach ja, da war was. Den muss man, glaube ich... Ah! Ganz blöd ist nur, dass... es gar nicht mehr so viele Brücken gibt, wo ich den reinlotsen kann. Das war knapp. Ich hätte auch stehen bleiben können. Okay, jetzt ist er sauer. Boah. Und tschüss, mein Freund. Ab in die Lava mit dir.